Blick nach Kroatien, da haben jetzt EU-Parlamentswahlen stattgefunden. Die Wahlbeteiligung lag bei 20%. 21%, das ist so blamabel, das ist eine eindeutige Abfuhr des kroatischen Wählers gegenüber der Europäischen Union. Das heißt, Abstimmung mit den Füßen, ich gehe nicht zur Wahl, heißt auch, mich interessiert diese Europäische Union nicht. Und bei den 21%, die da an der Abstimmung teilgenommen haben, hat die Hälfte von vornherein EU-kritische Gruppierungen unterstützt, so saß in Wirklichkeit eine verschwindend geringe, ein verschwindend geringer Anteil der kroatischen Bürger überhaupt Listen unterstützt hat, die proeuropäisch sind. Das sollte jeder, der von der demokratischen Legitimation dieser Europäischen Union daherfaselt, sollte mal zur Kenntnis nehmen, wie sehr der Bürger sich bereits abgewandt hat. Die EU-Beitrittsverhandlungen laufen ja noch weiterhin mit Serbien, mit Mazedonien, mit dem Kosovo, mit Montenegro, mit der Türkei. Aber im Prinzip von einem konkreten Beitritt ist lange keine Rede und wird auch in absehbarer Zeit nicht kommen. Warum dann überhaupt noch Verhandlungen? Ja, das sehe ich auch nicht ein. Ich verstehe das nicht. Wieso man mit jemandem verhandelt, wenn man weiß, dass man ihn gar nicht aufnehmen kann? Zumindest gilt das für mich für die Türkei so. Der österreichische Wähler wird mit absoluter Sicherheit einem Beitritt der Türkei niemals zustimmen. Ich sehe nicht ein, warum man daher mit der Türkei weiterverhandelt über einen Beitritt. Man kann über Alternativen reden, aber doch nicht über einen Beitritt. Und außerdem halte ich jeden Beitritt nach Kroatien jetzt, jeden Beitritt in den nächsten Jahren für absolut utopisch. Wir haben die letzten Beitritte noch nicht verkraftet am Balkan und wir werden die nächsten Beitritte daher unmöglich verkraften können. Ich halte das wirklich für eine typisch verlogene Art des Umgangs der Europäischen Union mit künftigen Beitrittswerberländern, mit den Bevölkerungen dieser Länder, aber auch mit der eigenen Bevölkerung.